Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Osiris. Wir sind das letzte Mal dann, nachdem wir endlich den Rover zusammengebaut haben, sind wir losgezogen, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja noch ein paar Materialien. Sowas zum Beispiel wie Lithium, weiche Sachen. Und dann haben wir nochmal auf die Karte geguckt. Ich schaue auch nochmal mit euch drauf kurz. Und dann haben wir ja dieses Ding hier, die Epsilon-Mine Entrance. Also da ist der Eingang von der Epsilon-Mine. Keine Ahnung, was genau das für eine Mine sein soll. Ob wir da was finden, was wir brauchen können. Oder ob das jetzt ein Weg umsonst ist. Das werden wir dann gleich feststellen können. Aber auf jeden Fall, wir gehen da mal hin. Ja, ein bisschen schneller bin ich, habe ich das Gefühl. Wir haben auf jeden Fall Essen, was wichtig ist. Ich hätte, glaube ich, sogar noch einen Wassertank einstecken. Jetzt gucken wir mal, ist das ein neuer Baum? Jokutis, den kennen wir schon. Auch. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich Aluminium sein. Also ich würde das auch immer wieder mal gerne mitnehmen. Und Engineering Points können wir auf jeden Fall brauchen. Weil ich nämlich auch glaube, dass wir... dass wir dann noch das ein oder andere neue Rezept vielleicht freischalten. Oh, nice. Haben wir da? Achso, das ist Fels. Ich würde jetzt gerne mal nur so, vielleicht mal Alu oder sowas sammeln, aber jetzt halt von Felsen erst einmal die Hand weglassen. Ich laufe schon wieder ganz falsch, ne? Weil ich wieder nicht auf den Scanner geschaut habe. Da müssen wir hin. Nee, Quatsch. Da sind wir, da müssen wir hin. Müssen wir jetzt quasi eher Richtung Nordwest, genau. Und schon wieder falsch gelaufen. Oh, Bark Tree. Da kriegen wir Alienfasern raus. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nochmal. Ja, jetzt halt. Nochmal Resources. Kann ich dich auch so abbauen? Da kriegen wir auch Alienfasern raus. Also die Fasern, die sind schon nicht schlecht. Die brauchen wir auf jeden Fall für die Stoffe. Gucken wir mal, wie konnte ich jetzt da schon wieder falsch laufen? Hab extra da oben den Kompass. Ui. Ist jetzt die Frage, ob es da einen Weg gibt, ohne dass ich mir den Haxen breche. Aber ich muss hier runter, ne? Gut, ich muss ja nicht runter rennen. Was das hier ist, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich das brechen, oder ist es irgendwas, was zu hart ist? Kupfer. Okay. Mal gucken, also wir sind nicht, den da wollte ich noch. Wir sind nicht allzu weit weg von diesem Eingang. Ja, das mit der Temperatur, ich glaube, das liegt schon sehr viel daran, dass ich. Dass ich das auf easy gestellt habe. Das ist ein Fels, oder? Ja. Da schaut es mir so aus, als ob, oder? Nee, ich bin ganz weit weg. Ich muss mehr in die Richtung.
Das kann, also wenn das ein Mineneingang ist, dann müsste der ja eigentlich weiter unten sein, ne? Also vermute ich mal, dass wir jetzt halt genau drüber sind. Ah, da. Okay. Dann lasst uns da mal hinschauen. Vielleicht mal die Waffe in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, was da passiert. Epsilon Mine Entrance. Enter. Okay. Hier kann es jetzt natürlich passieren, dass wir ein bisschen Gerangel kommen mit irgendwelchen Aliens. Reinforced Crate. Ein Diamond. Ja, nice. Kann ich dich zerlegen? Nee, zerlegen kann ich es nicht. Kann ich hier irgendwas abbauen? Ist halt jetzt nur die Frage. Ne, ich sehe nichts. Also halten wir uns einfach immer mal auf der linken Seite. Oder irgendwas abbauen? Nee. Hallo? Sehr spannend. Hoffentlich kommt jetzt nicht gleich ein Jumpscare. Ja, im Livestream hätte ich den jetzt wahrscheinlich bekommen. Kann ich da nichts abbauen? Doch, hier sind schon Mineralien. Aber ich denke halt auch. Mercury. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ich hoffe jetzt halt einfach mal nicht, dass ich überfallen werde. Da haben wir nichts, aber wir müssten normalerweise bei der Forschung irgendwas haben. Da. Wir haben 4 Punkte beim Combat. Das wird nicht reichen. Da brauchen wir, glaube ich, 8 Punkte jeweils. Da brauchen wir 6 Punkte. Da brauchen wir auch 6. Was ist das? Salvage Bonus. Plus 34%. Wie viele Punkte haben wir denn? 23 haben wir. Was haben wir hier? Craft faster. Crafting speed. Was haben wir da? High-tech recycle available. You've seen it all. Your engineering experience offers you the know-how to carefully dismantle even the most advanced high-tech items. Okay, den auf jeden Fall. Den würde ich auf jeden Fall... Ach so, geht nicht. 30 Engineers-Punkte bräuchte ich da. 9. Increase Loot Amount 2. Loot Amount plus 10%. Das haben wir ja schon. Okay. Crafting Speed. Also ich würde eher hier drauf gehen. Crafting Speed und dann hier drauf. Und was ist das? Increase Hover Boot. Ne, wir machen das da. Loot Amount. Also, dass wir mehr looten können. Dafür haben wir genau noch die Punkte. Hier weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Solar Panel Output. Increase Fruit Shield. Faster Plant. Also, ich habe ja noch nichts gepflanzt, ne? Also, wenn, dann würde ich eher... Water Consumption 10% weniger. Ich würde eher da drauf gehen. 9 Punkte haben wir noch. Das geht nicht, das geht nicht. Sind dann alles... Da sind es noch 8. Aber ich würde eher warten.
Da würde ich eher warten. Metallurgie available. Ah. Nee, das ist ja doch, freilich, das muss ich als nächstes machen. Jetzt habe ich natürlich die Punkte verballert, aber ist okay. Dann schauen wir einfach beim nächsten Mal da drauf. Bauen wir mal noch ab, was hier geht. Kobalt kann ich nicht abbauen, ist zu hart. Gold. Da haben wir nochmal Gold. Wir bauen halt das ab, was geht. Ne? Das geht aber wirklich schnell mit dem Engineering Points. Da ist irgendwas Rotes. Ich glaube, hier gibt es Viecher, oder? Was haben wir da? Zehn Engineering. Ach so, das sind dann einfach nur die Punkte, ist klar. Wenn wir da voll sind, dann kommt der nächste Punkt, ne? Das scheint mir wie Eier auszuschauen oder so. Also, ich rechne damit, dass hier irgendwas schlüpft. Gold, das können wir nicht abbauen. Die roten Dinger sind, also vermute ich jetzt einfach mal, das sind Eier. Es war schon gut, dass wir daher sind. Ein Engineering Point, jawohl. Ingenieurwesen plus 7 haben wir jetzt da. Okay. Auch Gold. Okay. Da oben war ja nochmal so eine Tür, ne? So eine komische. Okay, Kobalt geht noch nicht. Okay. Dann gehen wir darum. Gehen wir halt einmal hier durch. Noch tiefer in die Mine rein. Ja, ah, das sind dann vielleicht ein paar Tierchen. Ach so, habe ich schon. Okay. Komm raus aus dem Gitter. Okay, schauen wir uns mal um hier. Kobalt, Kobalt, Kobalt. So, da haben wir eine Kiste. Ist nochmal ein Diamant, ne? Cool. Chrom und nochmal Lithium. Das ist Kobalt. Ich hoffe mal, dass wir da oben noch Sachen finden. Na, geh halt näher hin. Da. Jetzt hatte ich nur nicht richtig drin. Kobalt, Kobalt. Wäre schon nice, wenn wir das abbauen könnten, ne?
Ich falle hier durch. Ich habe hier Durchfall. Ja, mir fällt hier durch, alles klar. Das heißt, es ist nicht dafür gedacht, dass ich hier... Kann ich da irgendwas zerlegen? Nee, zerlegen kann ich da auch nichts. Ich nehme an, dass je weiter und tiefer man hier reingeht, desto eher Kaktoid. Ach, das sind die da. Hier scheint ein riesen Ding zu sein, aber hier kommt man nicht rein. Außer ich versuche zu schweben, aber hier ist kein Eingang, ne? Ist da ein Eingang? Weil hier so eine komische Plattform ist. Nee. Autsch. Vorsorglich mal Autsch gesagt. Nee, hier ist nichts. Okay. Irgendwo muss ein Eingang sein, wahrscheinlich. Oder das ist einfach nur eine... Ich weiß ja nicht, wo ich hier bin, ne? Und worauf ich drauf rumlaufe. Vielleicht bin ich auch im Magen eines Riesentiers... Ist hier das Ende von der Höhle? Spannend. Vor allem, man hört nichts. Da vorne sind irgendwelche Blinkelichter. Kann aber sein, dass ich jetzt gerade schon zurücklaufe. The winner takes it all. Was haben wir hier? Abbauen? Gas? Aber die anderen kann ich auch nicht, ne? Wahrscheinlich. Samples Rack. Okay, hier ist Eisen drin. Aber es schaut nicht so aus, als dürfte ich hier reinkommen. Und es schaut auch nichts hier nach irgendeiner Tür aus oder so. Dann kann es höchstens sein, dass ich da noch weiter muss, den Weg, weil da ging ja noch ein Weg weiter. Moleptum oder wie das heißt? Ich muss aufpassen mit diesen... Also, mit dieser Waffe, weil nicht, dass mir die kaputt geht. Okay, Rainforest Crate. Was haben wir da nochmal? Nochmal Diamant? Gerne. Nochmal Diamant. Auch nochmal Chrom und Eisen, ne? Okay. Da ist sonst nichts.
Ich hänge irgendwo fest. Sind wir da? Nichts? Ich baue mir lieber weiter mit dem Tool hier ab. Ah, da sind wir jetzt drin, wo wir von außen jetzt gerade reingeguckt haben. Ah, Iron kann ich nicht abbauen, wegen Härte 4. Das ist doof. Na gut, wir können so eigentlich jetzt hier nicht abbauen, aber was das Gute ist, dass wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen so bekommen haben. So, was ist das da? Ich kann da auch nichts machen. Okay, also wir sind am Ende der Höhle angelangt, ne? Weiter ist da nichts. Da sind irgendwo so Kanten drin. Oh, ist das spannend irgendwie. Vor allem, weil es halt so leise ist, ne? Na gut, aber wir haben jetzt das hier durchgemacht. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier Kobalt ist, ne? Ganz viel sogar. Wir wissen, dass da Eisen drin ist. Und wir wissen, dass wir das damit nicht abbauen können. Da habe ich schon wieder so eine unsichtbare Barriere. Gold haben wir natürlich auch noch da. Nochmal Kobalt. Also im Grunde ist sie überschaubar, die Höhle. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es da noch mehr zu finden gibt, weil ich bin ja den Weg oben dann links rum gegangen. Wir können mal nochmal ganz kurz in den Ding schauen. Hier haben wir nichts weiter. Wir können was essen. Die hier vielleicht nicht unbedingt. Drop. Die schmeißen wir mal weg. Krabbentalon. Das behalten wir auf jeden Fall. Das müssen wir bloß kochen. Wir haben Diamant, was halt schon mal cool ist. 8 Eisen zumindest. Also ich denke mal, dass wir den... Ah, dann kann ich es mitnehmen. Weil vielleicht können wir die irgendwie verkochen oder so. Mal ausprobieren. Jedenfalls die Höhle haben wir nicht zuletzt besucht. So, hier geht's nicht weiter. Da kamen wir her. Ja, nee, dann haben wir wirklich die Höhle komplett durch. Die Epsilon-Mine. Wow. Da muss ich nur glatt einen Screenshot machen, weil ich werde hier nicht mehr herkommen. So. Also, nicht jetzt, seit heute. Was haben wir da? Können wir das da abbauen? Kopper. Kopper nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Ich muss mal das bloß als Wegpunkt machen. Marker 1. Lass mich es wissen. Also hier wissen wir dann auf jeden Fall schon mal Bescheid. Epsilon-Mine, kann man sich hier irgendwelche Notizen machen? Nee, ne? Schade. Muss ich nur hier wieder hochkommen irgendwie.
Wenn ich noch Material finde, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen, ist klar. Und alleine schon wegen den Engineering Points. Wir haben aber auf jeden Fall auch Leder. Das ist auch nicht schlecht. Von den Tierchen. Aber ich bin jetzt halt schon mal froh, dass der Planet nicht zu sehr überbevölkert ist. Ach. Wir müssen allerdings da hoch. Ich laufe schon wieder sonst irgendwo hin, ne? Halt, das da kann man gleich noch mitnehmen. Lithium. Schauen wir mal kurz rein ins Inventar. Ach, wir sind gerade mal bei 62 Kilo, ne? Das ist ja eigentlich noch gar nichts. Okay, da ist jetzt natürlich die Frage, was ist es, ne? Was da runterkommt. Aber es schaut mir aus, als wären das einfach nur Meteoriten. Ich renne jetzt da nicht hin. Das könnt ihr vergessen. Irgendwann werden wir es nochmal machen. Aber nicht jetzt halt hier am Anfang. 2 Physical Points Level Up. Achso, da haben wir wieder die Früchte, ne? Achso, das war's schon. Alien-Gewebe. Body Harvest Table. Okay, den haben wir aber jetzt geharvestet. Laufen wir noch richtig? Ich glaube schon. Ja doch, da ist der Rover, genau. So, die erste Mine haben wir auf jeden Fall, also die zweite reizt mich dann auf jeden Fall. Aber ich würde schauen, dass wir hoffentlich jetzt den Forge auch machen können. Das wäre super. Wenn nicht, dann wäre es interessant, ob wir... Da ist der Rover. Ob wir... Kobalt. Ob wir das nächste Werkzeug herstellen können. Das wäre nice. Oh nein, bleib am besten oben. Lauf lieber auf dem Rand hier lang, bevor wir jetzt nach unten gehen und dann wieder nach oben müssen. Gucken wir mal ganz kurz daher, ob wir hier noch was abbauen können. Oder wieder. Aber ich glaube es nicht. Also ich habe halt irgendwas nicht abgebaut, ne? Das... Ne, da war nichts. Tja, laufen hört man ihn. Aber funktionieren tut er noch nicht.
Okay, also alle Sachen sind auf jeden Fall noch da. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Es ist nichts kaputt gegangen oder sowas. Oh. Außer die Kisten. Ups. Ich muss tatsächlich schauen, dass ich die nach oben bringe im Level. Es geht alles kaputt wahrscheinlich hier auf der Oberfläche, wenn ich hier irgendwo drin bin. So. Das ist noch gut. Wie schaut es mit der Kiste aus? Die hatte ich auf 100 mal ausgebaut. Das Ding muss ich machen. Ja, okay. Da muss ich ein bisschen dran rumbasteln und rumschrauben. Schauen wir erst einmal rein und tun mal rein, was rein muss oder rein geht. Hier das Gleiche. So, und dann gucken wir mal, was wir eventuell, ob wir eventuell den Meißel machen können. Dümmelgab und Rohr, aber das Rohr, wie gesagt, das kann ich immer noch nicht, ne? Okay. Geh mal auf dein Tab. Build. Forge. So, genau die Sachen alle brauchen wir. Und da ich kein Draht habe, was natürlich ganz blöd ist, werden wir nochmal nach Bauteilen suchen müssen. Weil ich habe hier keinen kaputten Draht. Hier habe ich einen, was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Und da habe ich auch keinen drin, weil sonst wäre der nämlich verschwunden. Ja, da haben wir so das andere Zeug drin, was wir nicht brauchen unbedingt. Na gut. Ich muss mal gucken, dass ich die Sachen hier repariere. Das werde ich mal machen. Was ist los? Hunger? Temperature low. Verkohlte Alien Bits. Die haben wir, glaube ich, schon hier, ne? Nee, das ist Alien Gewebe. Ich glaube, das kann ich von Bonnie. Alien Nature. Das können wir hier irgendwie dann verarbeiten, oder? Small Radar Dish. So, eine Flag können wir machen. Das Ding würde ich mal halt gerne machen. Ey, das sind so viele Strukturen, die man freischalten muss. Irgendwie, oder besser... Ja, Forge. Da steht ja immer, ne? Forge, das ist beim Habitat, das ist Barracks. Okay. Also gut, wir werden uns dann das nächste Mal aufmachen. Wir scannen jetzt mal ganz kurz nach, ja, hergestellt von mir aus. Das ist ein Mineral. Da haben wir ein metallisches Objekt. Hier ist was. Wrecked Habitat. Hier müssen wir hin. Hier sollten wir auf jeden Fall Airlock, Geodome, Hallway, da haben wir nochmal Habitat, Biodome, Biodome. Ich denke, wir werden das nächste Mal eine etwas weitere Reise machen. Und zwar dahin. Ich setze gleich mal den Marker. Weil hier waren wir, da haben wir alles schon abgebaut. Und alles andere ist dann noch weiter weg. Wow. Okay, also ich würde sagen, unser nächstes Angriffsziel ist das hier, um zu schauen, ob wir da irgendwie Sachen noch rausbekommen, dass wir dann diesen Forge bauen können. Das wäre natürlich super toll, wenn das klappen würde. So, ich hoffe jetzt, die Temperatur geht hoch. Ne, Temperatur geht noch weiter runter. Aber gut, dann werde ich jetzt halt einfach mal schlafen und dann wird es hoffentlich gut sein. Alles klar, Leute, wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.